So, hallo ihr Lieben. Heute zeige ich euch mal meine bzw. unsere Ayur-Yoga-Basiskurs-Erfahrung. Der Ayur-Yoga-Basiskurs ist von Yoga Retina geschaffen worden und wir haben den Mann mal genauer gescreent. Tatsächlich handelt es sich hier um einen echten Experten. Bedeutet, der Remo, der macht schon seit 25 Jahren nichts anderes als Yoga. Er lebt die Sache und er ist eine wirkliche Koryphäe auf seinem Gebiet. Er bildet andere Experten aus. Und mit dem Kurs, mit dem Ayur-Yoga-Basiskurs, hat er quasi einen Einstieg geschaffen für die Leute, die sich damit mehr befassen wollen, die sagen, sie wollen wirklich was lernen über die Form Ayur-Yoga, was so die häufigste Form ist. Die meisten Yoga-Schulen unterrichten genau dieses Ayur-Yoga. Und hier zeigt er uns quasi genau, was gemacht wird. Und ja, wir schauen uns den Kurs heute mal genauer an für dich. Wir haben ihn auf den Prüfstand gestellt und du erfährst gleich, ob es sich lohnt, den zu holen oder eben nicht. Ganz kurz vorweg, wenn du dich entscheiden solltest, dir den Kurs zu holen, dann kannst du es gerne unter den Link tun, gesundheitsbooster.com/ayur. Dann bekommst du nämlich noch Geschenke im Wert von über 300 € gratis mit dazu. Das ist die perfekte Ergänzung zum Kurs. Das sind die 7 goldenen Ernährungsregeln, mit denen du nie wieder auf irgendwelche Diäten angewiesen bist und einfach gesund leben kannst. Das ist unser Supplemente-Experten-Guide, welcher dir die wichtigsten Nahrungsmittel zeigt, Nahrungsergänzungsmittel natürlich, die auf keinen Fall fehlen dürfen. Inklusive alternative Heilmittel aus der Natur, damit Krankheit für dich ein Fremdwort wird. Das ist unsere ultimative Detox-Formel, mit der du bis zu 9 Kilogramm Müll und Gift aus deinem Darm ausleiten kannst. Das sind die Geheimnisse der Fettverbrennung, welche dir helfen, ohne quälende Diäten oder Trainingseinheiten deinen Körper einfach zur Fettverbrennungsmaschine umzuprogrammieren. Und zu guter Letzt die 12 Minuten Stretch-Routine, welche du jeden Morgen machen kannst, um alle deine Muskelgruppen einfach mal zu aktivieren und wirklich geschmeidig zu werden. Das ist auch eine super Ergänzung zum Ayur-Yoga-Kurs. Das gesagt, würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt rein. Wir befinden uns jetzt hier im Mitgliederbereich. Das bedeutet, wenn du dir den Zugang sicherst, dann wirst du das hier sehen. Hier hast du auch direkt am Anfang schon ein Willkommensvideo, was Remo aufgezeichnet hat, wo er dir grundsätzlich mal einführt darin, was in diesem Kurs passieren wird. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Herzlich willkommen zum gesunden und ganzheitlichen Ayur-Yoga-Basiskurs. Mein Name ist Remo Rithiner und seit über 25 Jahren praktiziere ich Yoga in der Tradition von Krishnamacharya und habe das Yoga ständig verfeinert, angepasst an die heutigen Bedingungen, zeitgemäß, anatomisch fundiert. Ich bin die Franziska Golling, ich komme aus Augsburg und arbeite dort in einem Rehabilitationszentrum, weshalb ich mich sehr freue, bei diesem auf die Gesundheit ausgerichteten Basiskurs mitwirken zu können. Und es liegt mir sehr am Herzen, dass du die Übungen in diesem Yogakurs ganz gesund ausführst, anatomisch korrekt, das Becken aufrichtest, den Fuß zentrierst, die Schultern zentrierst, den Nacken aufrichtest und dass du eben möglichst ideale Wirkungen erfährst. Remo gibt ganz genaue Anweisungen. Ich werde das dann möglichst klar vorzeigen. Jedoch nimmst du meine Demonstrationen mehr als Anhaltspunkt, sodass du dann deine Varianten, deine Anpassungen findest und genau in deinem Kontext übst. Also so übst, dass du dich weder überforderst noch unterforderst. Also es darf ruhig anstrengend sein, aber eben in dieser Haltung der glücklichen Anstrengung, sodass du dich wohlfühlst dabei, beim Yoga üben, wohlfühlst mit dir und mit uns. Und dann liegt es mir auch am Herzen, dass es sehr ganzheitlich wirkt, diese 7 Yoga-Programme, dass du dann dich entspannen kannst, zu dir kommst, die Energie spüren kannst. Und dann haben wir auch immer noch eine kleine Meditation, wo du eine geistige Qualität wie Loslassen, das Herz öffnen, in der Mitte sein, spüren kannst, sodass es eben nachhaltig auch in deinem Leben wirkt. Diese 7 Yoga-Programme sind immer wieder zu einem spezifischen Thema: Vorbeugen, Loslassen, Standhaltungen, Aufrichtigkeit, Gleichgewicht, in der Mitte sein, Drehsitz, ausgeglichen sein, so dass du gesunde Füße hast, stabile Knie,
Bewegliche Hüften, zentrierte Schultern, eine aufgerichtete Haltung, einen entspannten Nacken. Und wenn du dann noch darauf achtest, dass du mit deinem Atem in Verbindung bist, dass die Bewegungen zusammenfließen mit deinem Atem, dann wirst du, bin ich mir ziemlich sicher, deutlich merken, dass dir dieses Yoga-Üben, die Zeit, die du dir für dich nimmst, mit uns zu üben, dass dir diese Zeit sehr gut tun wird. Mit diesem Basis-Online-Kurs schenkst du dir wirklich Zeit für deinen Körper, Zeit für deine Atmung und auch Zeit, in die Mitte zu kommen. Denn es ist ein sehr meditatives Yoga, ein ganzheitliches Yoga, das Ayur-Yoga. Und eben auch mit Leichtigkeit und auch mit einem Lächeln auszuführen. Mir liegt es am Herzen, dass dieser Yoga-Basiskurs dir so ein Gefühl gibt von Freude, Inspiration und dass du deinen Körper, deinen Atem und deinen Geist in den Einklang bringst. Damit es noch ganz tief wird, diese Erfahrung, hast du in diesem Kurs das E-Book, das große Ayur-Yoga-Praxisbuch dabei. Das sind über 15 Yoga-Programme, dazu auch ganz schwierige, fortgeschrittene Programme dabei. Und das sind die ganzen Grundprinzipien des Yoga, die Anatomie. Hunderte von Yoga-Stellungen sind da genau illustriert. Du wirst da auch Franzi sehen. Dieses Ayur-Yoga-Praxisbuch, das gibt dir eine ganz fundierte Möglichkeit, tiefer ins Yoga einzutauchen. Und das ist ideal zum Basiskurs. Wir haben einen Spezialpreis jetzt in dieser Zeit, wo es für viele ein bisschen enger ist. Mit 59 Euro, also mit diesen 7 Lektionen, mit dem E-Book, ein Preis, der stimmig ist, sodass du es dir auch leisten kannst. Und ich würde mich sehr freuen, dich auf der Matte dann gleich begleiten zu können in diesen Yoga-Lektionen. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir von Herzen viel Freude, Erfüllung mit Yoga und alles Gute. Namaste. Jetzt solltest du auch schon einen guten Einblick haben, worum es in dem Kurs geht und wie er hier drauf eingeht. Also was du rausgehört hast, ist, dass das Buch dabei ist von ihm. Das gibt es bei Amazon für 22 Euro und das ist natürlich, wenn du den Preis von dem Kurs bedenkst, schon mal ein riesengroßer Mehrwert. Und ich finde es eine tolle Sache, dass er die mit dazu gegeben hat. Genau. Wenn wir runterscrollen, dann sehen wir, hier ist schon Bonusmaterial mit dabei. Das schauen wir nochmal am Ende mit rein. Aber auf jeden Fall hier die Lektion. Das ist vermutlich, was dich am meisten interessiert. Das bedeutet, hier siehst du, wie wirklich alles abläuft. Das sind alle Lektionen, sind ungefähr so im Rahmen von einer halben Stunde. Und die kannst du ein- bis zweimal in der Woche machen. Je nachdem, wie es dich für dich wohlfühlt und wie du Zeit hast. Wir können uns das gerne mal anschauen. Herzlich willkommen zur ersten Lektion. Die gesunde Ausführung der Streckhaltungen und Aufrichtigkeit. Das bedeutet, es ist immer gleich aufgebaut, die Lektion. Von der Struktur her siehst du am Anfang den Remo und der wird dich halt kurz abholen, worum es in dieser Lektion geht, was gemacht wird. Dann wirst du nochmal später in einem Teil gebrieft. Das bedeutet, dann geht er noch ein bisschen genauer darauf ein, was das Ziel ist, worauf du achten sollst. So, deine Kollegin hier wird das dann alles vorzeigen. Und das Schöne ist, da der Remo nichts vorzeigen muss, wie viele andere Kurshersteller es machen, sondern einfach nur sich aufs Reden konzentriert, ist er voll bei der Sache. Das bedeutet, du kannst dich hier visuell dran halten, wie es ungefähr funktioniert. Und mit der Stimme kannst du es eins zu eins nachmachen. Das heißt, leg dir einfach eine Matte aus. Es geht an sich auch ohne, du kannst es auch auf dem Teppich machen. Ich persönlich habe die Übung mit dem Teppich gestartet. Aber es ist schon gemütlicher mit einer Matte, also die kostet nicht viel. Wenn du wirklich Yoga machen willst, empfehle ich dir einfach so eine Matte zu holen, die kannst du ausrollen und dich dann einfach draufsetzen. Genau, aber es geht am Anfang auch ohne. Und dann geht's hier los mit den Asanas. Asana bedeutet Workout im Yoga, das bedeutet so ein Training, das ganze Ding, das wird eine Asana genannt. Die Bewegung fertig. So wie du es siehst, so wirst du dann ablaufen. Das bedeutet, der Remo leitet dich an. Er wird dir sagen, was du genau an jeder Stelle zu tun hast. Und wenn du irgendwas nicht hinbekommst, dann sagt er auch immer Alternativen. Das bedeutet, wenn es jetzt darum geht, beispielsweise beide Beine anzuheben, in einen besonderen Stand reinzugehen, dann sagt er auch immer, okay,
Wenn du das nicht hinbekommst, dann kannst du zum Beispiel eine Hand abstützen, du kannst einen Fuß zum Boden nehmen und dann gibt er die Alternativen mit rein. Und das macht es wirklich anfängerfreundlich, dadurch, dass du variieren kannst. Das bedeutet, wenn du merkst, da fehlt irgendwo die Flexibilität, dann änderst du das ganz einfach, machst eine Variation für dich und dadurch sind die Workouts hier alle für Anfänger und auch für Fortgeschrittene geeignet. So, nach dem Hauptteil, hier siehst du das schon mal für Fortgeschrittene. Nach dem Hauptteil kommt eine ganz spannende Aktion und zwar ist das ein Grundteil, hier siehst du es, ist das ein Grundbestandteil vom Yoga, dass man sich nicht nur auf die körperliche Komponente konzentriert, sondern Yoga kombiniert Körper, Geist und Seele. Es bedeutet, die Einführung wird dir erklären, worum es geht, da kannst du dich mental schon mal drauf einstellen. Danach geht es in die Praxis, das heißt, der Körper wird trainiert, dadurch werden sich deine Muskelgruppen stärken, dein Körper wird stärker, straffer, du siehst mit der Zeit besser aus. Aber, was noch dazu kommt, ist, dass du am Ende eine kleine Meditation mit drin hast. Das bedeutet, zuerst wird mal kurz hier im Lotus-Sitz, wenn du ihn noch hinbekommst, kannst du auch einen Schneidersitz nutzen. Kannst du reflektieren, was wir gemacht haben, wie die Übung war. Du kannst ein bisschen in deinen Körper reinfühlen, kannst merken, okay, wie fühlt sich's gerade an. Und kannst einfach Bewusstsein für dein Körpergefühl schaffen. Und dann, wenn das in ein paar Minuten erledigt ist, kommt die sogenannte Meisterklasse des Yogas. Das siehst du hier. Das ist, die Meisterklasse ist, dass du einfach mit deinen Gedanken in Ruhe bist und einfach kurz meditierst. Du hörst einfach auf deinen Körper, es gibt keine Anweisungen und das ist für das Ende geschaffen. Und das ist einfach, um die spirituelle Komponente im Yoga mit dazuzunehmen. Und das würde der Remo alles erklären, wenn du den Kurs hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. So, du hast hier immer noch so eine kleine Download-Sektion, wo dir halt gezeigt wird, worum es geht, was du gelernt hast und dass du das Wissen auch vertiefen kannst. So. Was du hier siehst, das sind immer die Lektionen. Das bedeutet, in der zweiten Lektion geht es mehr um Gleichgewicht, Haltung, Stehen, eine Vision finden. Und das sind immer Lektionen im Yoga, die grundsätzlich im Yoga da sind, aber auch in deinem Leben. Denn das sind ganz, ganz wichtige Lektionen, die du immer in deinem Leben, in deinem Alltag spüren wirst und die dich hier durchleiten. Hier und jede Woche, jede Lektion ist ein anderes Thema. Und wenn du alle durchlaufen hast, dann hast du einen super Einblick über grundsätzliche Themen, dann kannst du vertiefen, was dich mehr interessiert und hast wirklich einen tollen Überblick. Du kannst dir noch sagen, wie der Kurs gefallen hat. Und wenn du sagst, okay, der Kurs war super, dann kannst du ihn noch vertiefen, da gibt's noch weiterführende Lektionen, da gibt's andere Kurse. Und da kannst du wirklich aus den Vollen schöpfen. Da gibt's einiges an Angebot. Und der Remo, da merkt man, der hat einfach extrem viel Wissen weiterzugeben. Klar, wenn man das 25 Jahre macht, dann ist da einfach Wissen drin. Ja, genau, das Praxisbuch kannst du hier herunterladen. Es ist ein wirklich großes und toll gemachtes Buch. Muss man an der Stelle dazu sagen. Also du hast hier wirklich einen riesen Mehrwert. Und wenn du das dann gelesen hast, dann kannst du dich zuerst durch den ganzen Theorie-Teil hier klicken, kannst ein bisschen was über die Philosophie vom Yoga lernen, über ein paar spirituelle Lektionen und später dann kannst du auch die ganzen Übungen nachlesen und kannst dir auch selber eigene Asanas und Trainings zusammenstellen. Das bedeutet, du machst die Grundschule in dem Basiskurs und bist dann bereit, die eigene Workflows zusammenzustellen, eigene Asanas, eigene Trainings zu starten. So, und hier ist also das Buch. Da kannst du einfach mal durchschauen. Du hast am Anfang hier einen kurzen Theorieteil, paar Danksagungen, hier ein bisschen was über die Philosophie und im Inhaltsverzeichnis siehst du auch schon, da ist wirklich einiges mit drin. Die Wurzeln des Yogas, worum es hier überall geht, Balance, Flexibilität und hier ist für alles gesorgt. Wenn du den Theorieteil durch hast oder auch einfach überspringen willst, kannst du natürlich auch machen, hast du hier nochmal alle Übungen vorgezeigt. Du hast überall eine kurze Erläuterung, Erklärung hier, wie die Ausführung funktioniert. Die Atmung und hier ist wirklich ein riesengroßes Sammelsurium an Yoga-Übungen, an Posen, alles, was du dir vorstellen kannst. Also hier ist wirklich ein toller Mehrwert, möchte ich sagen. So, kommen wir zum Bonusmaterial. Wenn es ohnehin noch nicht genug war, hier hat er nochmal was reingepackt, was nicht direkt in den Kurs passt, was aber auf jeden Fall eine tolle Unterstützung ist. Und zwar ist das zum einmal Thema Füße und Knie. Da kriegst du hier eine Einleitung, okay, Aufwärmung, was gibt's da zu beachten. Und hier hat er wirklich, wenn du siehst, halbe Stunde, das ist wirklich nochmal ordentlich was an Wissen, was mit drin ist. Und hier geht er quasi nochmal auf die wichtigsten Gelenke mit ein. Wie viele Leute gibt's, die Knieprobleme haben?
Die Hälfte der Übungen, die präventiv helfen, hier Rücken und Hüfte. Ich persönlich war da selbst dran. Ich hatte ewige Jahre Schmerzen im unteren Rücken, Nacken und Schultern, falls du da Verspannungen hast. Hier gibt's quasi überall was noch mit drin. Der letzte Punkt ist ein Hörbuch. Passt nicht genau in den Yoga-Kurs, aber es ist ein wirklich tolles Hörbuch. Das bedeutet, das ist wie so eine kleine geführte Meditation, die er noch mit reingibt. Es ist eine Klangreise. Da kannst du dich einfach mal hinlegen, kannst dem lauschen, dem Remo, wie er dir was ins Ohr flüstert, Thema glücklich sein, und das ist quasi eine geführte Meditation und du wirst einfach danach einen riesengroßen Unterschied zu davor merken. Gib da nochmal gratis mit rein, ist eine super Sache. Und hier hast du auch wieder eine Download-Sektion mit drin, also du hast hier überall weiterführende Literatur, Kurse, Hilfe, genau, und alles mit drin. Ja. Ich würde sagen, viel mehr gibt es zu dem Kurs gar nicht mehr zu sagen. Also Fazit, ich kann nur sagen, ich finde es wahnsinnig, was er hier für dieses kleine Geld alles mit reingepackt hat. Das bedeutet, du wirst von Anfang an hingenommen, an die Hand genommen, wirst durch alle wichtigen Lektionen geführt, lernst echt was und hast danach auch weiterführende Literatur. Wenn es für dich was ist, du hast sogar Rückgabegarantie, hol dir den Kurs, schau es dir mal an. Das kannst du gerne unter dem Link gesundheitsbooster.com/ajur machen. Und dann bekommst du noch Geschenke im Wert von über 300 Euro mit dazu. Das sind zum einen die 7 goldenen Ernährungsregeln. Das ist eine perfekte Ergänzung zum Kurs, damit du einfach nicht mehr auf irgendwelche Diäten angewiesen bist und gesund leben kannst. Das ist der Supplemente-Experten-Guide, welcher dir einfach hilft, die Nahrungsergänzungsmittel mit aufzunehmen, die du sonst eventuell nicht aufnimmst, was wichtig ist. Einfach ein guter Ratgeber, das ist die Detox-Formel, mit denen du den ganzen Müll und Gift einfach mal aus deinem Darm ausleiten kannst. Das sind die Geheimnisse der Fettverbrennung, welche dir helfen, über Nacht abzunehmen. Und natürlich die 12 Minuten Stretch-Routine, welche du tagtäglich machen kannst. Und du wirst da relativ schnell einfach einen großen Unterschied in deiner Flexibilität wahrnehmen. Genau. Sicher dir den Kurs jetzt, test's einfach mal. Ich meine, selbst wenn du hast die Geld-Zurück-Garantie, hier machst du wirklich nichts falsch. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns übrigens gerne nochmal ein Like da. Damit unterstützt du uns und unsere Arbeit einfach enorm. Du brauchst dafür nichts zahlen, lass uns einfach den Like da, ein Kanalabo, und wir werden dich einfach immer wieder aufklären. Wenn du Wünsche hast, was wir uns mal anschauen sollten an Kursen, schreib das gerne mit rein. Wir machen für dich ein Review und dann musst du auch nie wieder blind irgendwas kaufen und kannst einfach viel Geld sparen dadurch. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Gesundheit. Bis bald.